Mein Name ist Benjamin Dalbo. Ich bin Entwicklungsingenieur für industrielle Bildverarbeitung bei Busch in Feuerbach. An der Bildverarbeitung finde ich gut, dass es sehr interdisziplinär ist. Ich habe einmal die Messdatenverarbeitung, ich habe die Software, die Programmierung. Dann andererseits habe ich aber die Konzeption. Ich habe so ein bisschen Physik und Optik mit drin. Und dann gibt es noch die ganz anspruchsvollen Projekte, wo man auch wirklich in der Mathematik sich gut auskennen muss. Ich habe im KIT in Karlsruhe Physik auf Diplom studiert und habe anschließend in der experimentellen Kernphysik promoviert. Oft, wenn man das so liest, man hätte gern jemanden mit technischem Hintergrund, irgendwie Ingenieur, denkt man immer, ja, eigentlich bin ich dafür jetzt nicht geeignet. Aber das Wissen, das man im Studium erwirbt, das hat sehr viel mit der heutigen Tätigkeit zu tun. Also als Naturwissenschaftler ist man super für technische Jobs geeignet. Ich habe nach der Promotion hier in Stuttgart beim Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen gearbeitet und bin dort in vielen Projekten im Automotive-Bereich mit Bosch in Berührung gekommen und habe Bosch als wirklich tollen Arbeitgeber kennengelernt. Mir hat vor allem gefallen die tolle Ausstattung, die hohe Professionalität der Kollegen und haben wir dann irgendwann gedacht, bewirb dich doch einfach da auch. Also ich habe angefangen, Bildverarbeitungsprojekte umzusetzen und nach habe ich jetzt da die Verantwortung für die Planung übernommen. Und seit Anfang dieses Jahres habe ich auch die Entwicklungsverantwortung für unsere Softwareplattform übernommen. Wir haben eine eigene Entwicklung von Softwaremethoden, aber auch Bildaufnahmemethoden. Das heißt, wir treiben da auch selber den Stand der Technik voran und es gibt immer wieder was Neues zu lernen. Wir in der industriellen Bildverarbeitung, es sind auch von der Ausbildung wirklich unterschiedliche Leute. Es gibt Konstrukteure, Projektmanager, Applikateure, Entwickler, also einfach eine gute Truppe. Man kann sich hundertprozentig auf seine Kollegen verlassen. Mir gefällt vor allem die Technik, quasi großes Spielzeug, ja, für viele. Also meine Lieblingsmaschinen sind eher die schwierigen Fälle, wo man richtig Wissen reinstecken muss. Und da gibt es zum Beispiel eine Maschine, die zwei Spiegel bis auf wenige Mikrometer genau zueinander anordnet. Und diese Genauigkeit gibt es sonst nicht am Markt, was wir da machen. Es ist nicht wichtig, dass man objektiv konstruieren kann, um in der Bildverarbeitung zu arbeiten. Wichtig ist eben selbstständiges Arbeiten und eine hohe technische Affinität. Mein Motto ist ja, Physiker können nicht alles, aber die können alles lernen.